ganz spontanes Video. Wir sind gerade total im Burgerfieber. Wir haben die Burger Buns gemacht, die Burger Patties und jetzt mache ich noch karamellisierte Zwiebeln. Und weil ich weiß, dass ganz viele von euch dann mal im Internet suchen, wie werden karamellisierte Zwiebeln gemacht, möchte ich das hier als kleines Extra-Video. Und ich bin jetzt auch schon hier direkt bereit mit meinem Topf. Habe hier neutrales Öl einmal erhitzen lassen auf mittlerer bis mittelhoher beziehungsweise Stufe 6 von 9, sage ich es lieber so, ist ein bisschen einfacher. Habe es hier erhitzen lassen und gebe da jetzt meine Zwiebeln rein. Die habe ich ganz normal halbiert und in dünne Scheibchen geschnitten. Und die werden da jetzt eine Minute lang angedünstet. Nachdem die Zwiebeln dann richtig schön glasig gedünstet sind, geben wir Zucker rein und noch eine Prise Salz und dann das Ganze auf mittlerer Stufe richtig schön karamellisieren lassen. Nach 8 bis 10 Minuten sind die Zwiebeln jetzt richtig schön karamellisiert. Ich zeige euch auch mal die Farbe. Und jetzt fülle ich das nur noch um und dann könnt ihr das einfach genießen. Also Hamza und ich essen das jetzt zusammen mit unseren Burgern, einfach schön auf das Fleisch geben. Ihr könnt das aber auch ganz einfach mit Brot essen, so als Dip. Das habe ich in Marrakesch bei meinem Junggesellenabschied nämlich auch das erste Mal da so als Dip gegessen und dachte mir eigentlich eine ganz coole Idee, das dazu zu reichen. Also wenn ihr das Ganze jetzt nachmachen möchtet, dann schaut hier unten in die Infobox, da schreibe ich euch die Mengenangaben rein und dann könnt ihr ganz einfach eure karamellisierten Zwiebeln zu Hause selber machen. Und ich freue mich, wenn ihr mal im Video ein Däumchen nach oben gebt und einen Kommentar schreibt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Peace.